Jo Leute, ich bin Severfies und willkommen zur 8. Folge von Planet Coaster. In der letzten Folge haben wir auf jeden Fall diese Attraktion gebaut. Hier können Leute drauf fliegen und das ist die Warteschlange, da gehen immer mehr Leute drauf. Die ist ja auch frisch neu. Wir haben sehr gutes Geld bekommen, obwohl wir in einer sehr schlechten finanziellen Lage sind, beziehungsweise waren. Als nächstes wollen wir auf jeden Fall schaffen, die nächste Achterbahn zu bauen. Ich würde sagen, lasst ein Like da, checkt die Playlist aus, um nichts davon zu verpassen. Wir warten erstmal und schauen, wie diese Attraktion ankommt. Warum sind hier so viele? Ja, 2,50 habe ich runtergesetzt. So, ich würde sagen, den Preis hier lassen wir erstmal auf 10 und schauen noch, was alles passiert. Wir verdienen gerade auf einmal gutes Geld und hier gehen immer mehr Leute drauf, hoffe ich. Wir machen einmal ein bisschen schneller, aber nicht ganz schnell. Ne, eigentlich ist das blöd. Dadurch habe ich immer verkackt. Wir lassen es einfach so, wie es ist. So, wo läuft es denn und wo nicht? Hier läuft es anscheinend. Aber was könnte ich machen? Erstmal nachschauen, was wir bauen wollen. Was gibt es denn hier überhaupt? Ich würde sagen, hier schrauben wir den Preis bisschen höher auf 11. Ah, okay, wir bauen Mülleimer, nicht vergessen. Ich würde sagen, wir machen die Mülleimer. Zack, zack, ist ja nicht so viel. Hier, dann würde ich sagen, auch noch. So, wir verdienen wieder gut. Wie viel brauchen wir denn für die nächste Achterbahn? Okay, jetzt gehen wir wieder in Minus, oder? Guck mal, wie voll das hier ist. Ich würde sagen, den Preis schrauben wir hier höher. Wieder auf 3. Guck mal, das ist jetzt auf einmal, wo ich die Preise runtergeschraubt habe, wie eine Bombe explodiert, diese Attraktion, ne? Die war sonst immer sehr, sehr unbeliebt. Ich würde sagen, hiervon schrauben wir auch den Preis auf 8. Die Gäste finden TK Plus 3 zu teuer. Was ist TK Plus 3? Ah, das hier? Ja, dann schrauben wir das auf 5. Und ich habe entdeckt, dass es einen Pause-Modus gibt. Guckt. Jetzt alles leise. Und ich würde sagen, wir holen einen dritten Techniker. Weil langsam haben wir ja gemerkt in den letzten Folgen, da gehen so viele Bahnen kaputt und so. Und ich habe nur 2. Und der Park wird immer größer, deswegen holen wir noch einen dritten. Instant T1 hat ein technisches Problem. Oh, oh, oh. Leute, wir haben fast genug Geld. Wir haben genug, oder? Wir haben genug, oder? Ich habe extra auf Pause gedrückt, Leute. Damit uns das Geld nicht weggeschnappt wird. Wir haben genug, aber wo wollen wir die hin? Da steht durchbricht Gebiet. Was heißt das? Ich kann irgendwie die Achterbahn nicht bauen. Ich würde sagen, dann sparen wir für diese coole Wildwasserbahn. Let's go, weiter geht's. Ich würde sagen, wir bauen hier ein festliches Haus hin. Was ist, wenn der Eingang kostenlos ist? Zack. Was passiert dann? Wir erhöhen hier den Preis auf 8. Weil es ist einfach nur noch bitter. Wir müssen es irgendwie schaffen. Schaut euch den Ansturm an. Ich habe wieder alles auf kostenlos getan. Yo. Also nur, ich meine nur den Eintritt, ne? Die gehen erstmal hier alle drauf, weil die ist sehr beliebt, glaube ich. Ey, wenn es so weitergeht, dann ist mein Park überfüllt. Let's go. Let's go. Los, immer mehr. Nice. Letztendlich hat es auch nicht so viel gebracht. Leute, ich kann einfach nichts machen. Ich weiß, was ich mache. Ich werde auf jeden Fall versuchen, privat meine finanzielle Lage zu retten. Also, ich habe jetzt irgendwie keine Lust, jede Folge irgendwie nichts zu schaffen. Und irgendwie hat es gebuggt mit der Achterbahn. Wir hatten das Geld. Aber wir konnten es irgendwie nicht platzieren. Jetzt sehe ich keinen Sinn, weiterzumachen. Ich würde sagen, damit würde ich sagen, das ist mit der wahrscheinlich wieder kurzen Folge von Planet Coaster. Ich werde das irgendwie versuchen, privat zu retten. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Abonniert diesen Kanal, um keine Episode zu verpassen. Checkt meinen zweiten Kanal aus. Link in der Beschreibung. Folgt mir auf Insta. Alles in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und ciao.